Das Thema dieses Films sind die Zellen. Das Leben auf der Erde ist von einer überwältigenden Vielfalt. Und doch funktioniert alles nach dem gleichen Bauplan. Denn jedes Lebewesen ist aus mikroskopisch kleinen Zellen aufgebaut. Ob wir atmen, essen, fernsehen oder Fußball spielen, alle Aktivitäten lassen sich auf Vorgänge in den Zellen zurückführen. Was steckt hinter diesen Grundbausteinen des Lebens? Zellen sind winzige, voneinander getrennte Räume. Man unterscheidet zwei große Gruppen von Zellen. Die einfachsten Lebewesen auf der Erde, beispielsweise die Bakterien, bestehen aus nur einer Zelle, die keinen Zellkern hat. Man nennt diese Zellen Protozyten. Die Zellen von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Menschen hingegen haben alle einen Zellkern. Sie heißen Eukaryoten. Menschen sowie die meisten Tiere und Pflanzen sind sogenannte Vielzeller. Sie bestehen aus Milliarden von Zellen mit Zellkern. Unter diesen gibt es viele verschiedene Zelltypen. Jeder Zelltyp ist auf eine bestimmte Aufgabe spezialisiert. Die Zellen der Muskeln beispielsweise können viel Energie bereitstellen und sich sehr gut zusammenziehen. Die Nervenzellen hingegen leiten Sinneseindrücke weiter. Obwohl die einzelnen Zelltypen je nach ihren Aufgaben Unterschiede aufweisen, haben sie einen grundsätzlich ähnlichen Aufbau. Alle Zellen sind mit einer gelartigen Substanz gefüllt, dem sogenannten Zytoplasma. Das Zytoplasma ist eine Art Transportmedium für Nährstoffe, Proteine und Enzyme. Im Zytoplasma befinden sich die auf unterschiedliche Stoffwechselvorgänge spezialisierten Organellen. Sie sind von Membranen umschlossen, damit die verschiedenen Stoffwechselvorgänge in der Zelle gleichzeitig ablaufen können. Eine Zelle mit ihren Organellen kann man mit einer Fabrik im Miniaturformat vergleichen. Es passieren viele Dinge gleichzeitig und an verschiedenen Stellen. Stoffe werden hergestellt, verwertet und transportiert. Die Kommandozentrale dieser Miniaturfabrik ist der Zellkern. Von hier aus werden alle Abläufe in der Zelle gesteuert. Dies geschieht mit Hilfe der Erbinformationen, die sich auf den Chromosomen im Zellkern befinden. So werden Botenstoffe an die Ribosomen gesendet, in denen sich daraufhin Proteine bilden. Proteine bilden die Grundlage für alle in der Zelle ablaufenden Prozesse. Die Ribosomen kann man mit den Maschinen vergleichen, die in einer Fabrik stehen. Das sogenannte endoplasmatische Retikulum und der Golgi-Apparat entsprechen dann der Verpackungs- und Versandzentrale in einer Fabrik. Hier werden Stoffe aufgebaut, gespeichert und für den Weitertransport bereitgestellt. Diese Pakete werden dann von den Vesikeln transportiert, einer Art membranumhüllter Bläschen. Die meisten Transportaufgaben der Vesikel werden vom Golgi-Apparat koordiniert. Damit all diese Prozesse ablaufen können, wird Energie benötigt. Diese wird in den Mitochondrien produziert. Sie sind die Kraftwerke der Zelle. In den Mitochondrien findet die Zellatmung statt. Dabei wird mit Hilfe von Sauerstoff energiereiche Glucose in die energiearmen Stoffe Wasser und Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Bei diesem Umwandlungsprozess wird die Energie freigesetzt, die für die Stoffwechselvorgänge benötigt wird. Pflanzenzellen unterscheiden sich von tierischen Zellen dadurch, dass sie zusätzliche Organellen besitzen, zum Beispiel die Chloroplasten. In diesen findet die Photosynthese statt. Dabei gewinnt die Pflanze aus Wasser und Kohlenstoffdioxid mit Hilfe der Sonnenenergie Zucker und Sauerstoff. Man kann die Nutzung der Sonnenenergie in den Chloroplasten auch mit der Arbeitsweise von Sonnenkollektoren vergleichen. Außerdem besitzen Pflanzen Vakuolen. Hier werden viele Stoffe wie Nähr- und Farbstoffe gespeichert. Mehrere Vakuolen können sich zu einer einzigen Zentralvakuole zusammenschließen, die in der Pflanzenzelle einen großen Raum einnehmen kann. Vakuolen entsprechen Lagerhallen in der Miniaturfabrik. Es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen pflanzlichen und tierischen Zellen. Beide sind nach außen von einer Membran umschlossen. Pflanzliche Zellen haben aber zusätzlich noch eine Zellwand, die sich an die Membran anschließt. Sie stabilisiert die Pflanzenzelle. Jede Zelle bildet für sich ein geschlossenes System.
Die Zellen eines Zelltyps schließen sich allerdings zu Verbänden zusammen. So einen Verband aus Zellen nennt man Gewebe. Wenn mehrere Gewebe für eine spezielle Aufgabe zuständig sind, bilden sie zusammen ein Organ. So bilden beispielsweise die Drüsenzellen in der Magenschleimhaut zusammen ein Verband, das Drüsengewebe. Zusammen mit weiteren Gewebetypen bildet das Drüsengewebe den Magen. Aus vielen Zellen bilden sich also einzelne Gewebe. Aus vielen Geweben dann Organe. Alle Gewebe und Organe zusammen bilden den Organismus, ein Lebewesen. Und darum haben selbst die unterschiedlichsten Lebewesen, die sich im Laufe der Evolution entwickelt haben, einen grundsätzlich ähnlichen Aufbau.